Mein Name ist Daniel und herzlich willkommen zum allerneuesten Video. Ich sitze hier gerade an der Küste von Salisti Island. Auf der rechten Seite ist die Stadt mit K, die nicht Kamenka ist, sondern die andere Stadt ist. Und auf der linken Seite sehe ich ein leicht verändertes Elektro. In den letzten 7 Jahren habe ich hier jede Stadt lieben und hassen gelernt. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ich habe jede Veränderung miterlebt. Von Arma 2 zu Arma 3 zu DayZ zu DayZ Standalone neue Engine. Es hat sich viel getan. Doch eine Sache ist immer gleich geblieben. Gleich geblieben ist immer, dass ich auf Survival-Servern unterwegs war. Dass ich die Survival-Erfahrung erleben wollte. Ich wollte ganz gerne so lange wie möglich die blöde 9-Volt-Batterie suchen, anstatt einfach zum Trader zu gehen und sich den Kram da zu kaufen. Trader stellen sich in letzter Zeit als die beliebtere Art und Weise heraus, DayZ zu spielen. Es ist komfortabler, es geht schneller und vor allen Dingen kriegt man das Zeug, was man unbedingt haben möchte. Und genau das möchte ich euch heute näher bringen. Mein Plan ist es heute, auf eine andere Insel zu reisen und auf dieser Insel ein neues Leben zu beginnen. Oh. Irgendwo hier sollte... Moment, war eigentlich noch was? Sollte eigentlich meine alte Betsy stehen. Das Boot, was ich hier vor ungefähr 5 bis 6 Star Restarts versteckt habe und was uns sicher in die neue Welt bringen sollte. Hier ist schon mal der Spaten. Und siehe da. So, wenn wir mal kurz in die Betty reingehen, dann seht ihr schon, die Betty ist gut zugewuchert, macht aber nichts. Wir können schließlich den Anker auswerfen. Anker auswerfen. Da ist er geflogen. So, und wenn wir den Anker dann wieder aufschnappen, dann können wir die Betty da vorne ins Wasser reinziehen. Wir besuchen nämlich jetzt eine Insel, die nennt sich Deer Island. Und sie heißt so, weil die ganze Insel irgendwie überrannt ist von Rotwild. Egal wo man hingeht, man sieht irgendwelche Tiere. Was haben Tiere, was normalerweise andere Dinge nicht haben? Ein verdammt teures Fell. Und dieses Fell werden wir den Tieren entreißen, vermutlich mit Gewalt, und die Felle verkaufen beim Trader. Das bedeutet also, spielen wir auf einen Trader-Server, beziehungsweise fahren wir endlich mit diesem Boot gut 19 Kilometer in den Süden, um den Trader-Server zu besuchen, dann hat jeder Spieler die Möglichkeit, auf so einem Server mit den schicksten Equipment rumzulaufen und mit der Waffe rumzulaufen, die er unbedingt haben möchte. Es gibt zwei Arten von Trader. Einmal den Safe-Zone-Trader, wo die Lushis hingehen, wo man God-Mode hat und wo man eben keinerlei Schaden bekommen kann. Und dann eben den Trader für die echten Männer, der Black Market Trader. Der Trader, der die dicken Waffen hat, der die dicken Rüstungen hat und all den ganzen Kram hat, den man eben nicht so leicht bekommen sollte. Schalldämpfer eingeschlossen. Ich finde, das ist ein interessantes Prinzip und ein Prinzip, was ich so in DayZ noch nicht oft wahrgenommen habe. Vor allen Dingen nicht in der Standalone, weil es eben so neu ist. Und gerade deswegen mache ich mich auf die Suche, ja. Irgendwo hier draußen, 19 Kilometer im Nirgendwo, soll sich eine Insel verstecken, die noch niemand von uns vorher gefunden hat? Wir finden es gemeinsam heraus. Der Mayo braucht meine Hilfe. Der ist derzeit verschanzt am Black Market Trader, versucht die geilen Waffen für uns klar zu machen. Und hoffentlich crashe ich mein Boot nicht, sodass ich irgendwie, keine Ahnung, mein ganzes Equipment von Bord werfen muss und mir von vorne anfangen muss. Das war schrecklich. An der Küste steht jemand mit einer Waffe, zielt hoch in den Wald. Okay, ich komme. Hat mich nicht gesehen. Stopp. Die ist von dir aus gesehen, wenn du quasi auf das Inland guckst, von dir aus gesehen links an der Küste steht der. Hat eine Langwaffe, irgendein Gewehr oder also irgendeine. Also nicht da, wo wir gekillt haben, sondern auf der anderen Seite, oder wie? Ganz genau. Okay. Und direkt schon auf der Höhe von dem Black Market Trader an der Küste. Der stand da und hat da mehr oder weniger hochgezielt, weißt du? So als wenn jemand oben in den Tannen stehen könnte. Okay. Ist noch ein Weg? Ja, du musst ihn jetzt nicht pushen, du kannst auch da bleiben, wo du bist. Ich möchte nur sagen, dass da jemand ist. Wir müssen auf der Hut sein. Er ist bei mir. Bin weit weg von dir. Hab ihn. Er hat dich mit einem AWM angeschossen. Heilige Scheiße, das Glück gehabt. Ja, aber das, wie du sagtest, das Crosshair ist verbuggt. Du aimst nicht dahin, wo du hin aimst. Also ich verbinde mich gerade an den Stein. Wo genau? Hier. Krass, gut gemacht, by the way. Okay, ich hab Schiss, Alter. Ich geh fix zu dem Händler, ja? Jo, ich komm mit. Könnte halt sein, dass jetzt irgendjemand hier ist, ne? Schon quasi näher rangegangen ist. Meine Hose ist leicht beschädigt. Okay, dann deck mich, Brudi.
Achso, du kannst mir vielleicht noch Geld geben, jetzt wo wir schon dabei sind. Achso, die Pelze. Achso, ja, stimmt. Er hatte knapp 20k dabei, oder mehr sogar. Ja. Heilige Scheiße. Ja, wir werden beobachtet. Safe Call. Hier muss irgendwer noch jemand sein. Der beobachtet uns mit Sad Person. Soll uns beeilen. Ich bin jetzt fertig. Okay. Wollen wir kurz in den Bunker reingehen? Nur kurz. Weil ich muss die Waffe auch noch laden. Ich lade zwei Magazine, okay, damit ich auch tatsächlich nachladen kann, falls ich in Probleme geraten sollte. Was hat denn der gerade gefragt im Zeitchat? Ich habe es nicht mitbekommen. Unseren Namen wollte er wissen. Und den zwei, die im Black Market im Wald sind. Uff, ja. Jetzt aber. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir da hinten zu den Häusern erstmal. Ja. Wo? Über uns? Ja, über uns. Der war doch im Tech-Gebäude? Hat er nicht auf uns geschossen, glaube ich. Ja. Aber das macht keinen Sinn. Doch, der hat so einen ganz leichten Winkel nach unten, Kevin. Ah ja, doch, stimmt. Nein, warte mal. Du aimst die Treppe ab, ich komme von oben, ich gehe die Leiter hoch. Okay, warte. Aber er kann mich töten, denn. Du musst mir sagen, wenn er sich moved. Sag Bescheid, wenn du ihn siehst. Ja, ich sehe ihn, ich sehe ihn. Okay, ich gehe die Leiter jetzt hoch. Er hört das? Kommt er oder? Mich fokussiert, auf mich fokussiert. Okay, dann gehe ich die Treppe weiter hoch. Er liegt da. Guck beide Sachen ab, er wechselt immer hin und her. Lenk ihn auf. Hab ihn. Hast du? Er taggt aber nur. Er ist nur... Okay. Nur. Ich bin gleich da. Ich kann gleich holen. Ist er immer noch? Um die Ecke. Er ist da drin jetzt mal. Er hat aufgemacht. Bin jetzt über dir. Er ist da. Er liegt da mal. Siehst du ihn? Er guckt nur auf mich. Ich sehe ihn nicht. Scheiße. Also zwei? Ich hab voll auf ihn geaimt, ne? Die Waffe wollte nicht weiterschießen, warum? Noch jemand? Drei. Nee, du warst das. Oh mein Gott, wir haben alle. Sorry, dass es so gelaufen ist. So, okay. Ich habe jetzt mein komplettes Equipment zusammengesucht. Kevins Leiche kann ich dummerweise nicht looten. Und die M249 wird vermutlich im Nirgendwo verschwinden. Der andere Typ ist komplett auseinandergerupft. Ich habe alles auf den Boden gelegt. Hier auch. Ich habe den Leuten geschrieben, dass sie zurückgehen können. Dass deren Gear eben nicht verloren ist. Guter Fight, die Leute haben sich schrecklich aufgeregt. Ich meine, wir haben ich habe die Mehrzahl gesichert von dem Kram und den Rest können sie wieder haben. Es ist scheiße, wenn man stirbt und alles verliert. Sollen sie wenigstens ein kleines bisschen zurückbekommen. Na gut, okay. Ich werde mich hier wieder aufpäppeln und nachdem ich mich aufgepäppelt habe, mache ich mich wieder auf den Rückweg.
Dude, what the fuck are you doing here? Come on, talk to me. I ask you in the chat, come on. You sound like a German guy. Do you speak German, my friend? Do you? Come on. Yeah, I do. Ja, ich spreche nämlich auch Deutsch. Wollen wir Deutsch reden? Ah, ich habe dich doch mehrmals im Chat gefragt. Ich habe nicht geantwortet. Ich habe es nicht gesehen. Ey, beruhig dich. Entschuldigung. An der Stelle, ich entschuldige mich, okay? Hörst du mich? Ich sterbe gleich. Ich habe keine Rex. Kannst du Rex geben? Ich sterbe gleich. Ganz hier unmöglich hoch, Bruder. Guck die Leichen an. Ja, aber hast du Rex? Maybe? Ich habe Rex, ja, aber ich kann dich hier nicht hochlassen, Alter, weil ich dir nicht vertraue. Zumindest jetzt auch nicht. Such Rex, Bro. Such irgendwie Naked. Such ein Naked, da muss irgendwas rumliegen. Ich bin auf deiner Seite, Bro. Ich dachte einfach, du willst mich umbringen. Oh mein Gott, du bist Moonai. Ich erkenne auch deine Stimme. Ich bin nicht Moonai, nein. Ich bin ein komplett random Dude, der dich umbringen will und dein Equipment. Okay, Feuermaßen. Ja. Kann ich dir vertrauen? Ich regge mich gerade. Wenn du mich töten willst, kannst du mich töten. Ich wollte nur 6 Fälle verkaufen. Ich vertraue dir. Vertraust du mir? Ja. Ich komm runter. Ich leg die Waffe hin. Ist um die Ecke. Okay, erst klar. Wenn du mich umbringst, habe ich einfach eine Lektion gelernt, okay? Falls du mich nicht umbringst, können wir zusammen rausgehen. Ich komm runter. Grüß dich. Komm kurz hoch, ja? Hier unten ist gefährlich, weil ich möchte nicht, dass du aus dem Fenster umgebracht wirst. Weißt du, was ich meine? Bruder? Komm hoch. Hi. Bin da. Steps. Am besten nimmst du eine Waffe in die Hand. Ich hab keine, ich hab dir meine Waffen unten hingelegt. Wir gehören jetzt zusammen. Oh, bist du ein Bro? Mal gucken, ob du ein Bro bist oder nicht, Bro. Ich dreh mit deinem Rücken zu gerade. Was, wenn das dein Bro ist und du das ausnutzt, um irgendwas von mir zu bekommen? Mein Dank. Bro ist arbeiten. Pass du mal auf die Kante auf. Hello, my friend. We could hear you outside. Are you friendly? Yeah, I'm friendly. Are you friendly? We are friendly. To be quite honest, we're not really friendly. We're half friendly, my friend. You're gonna kill me? Probably. This is probable. Why? It's an open legend. We don't want to kill you. Okay, my friend, you're come on. Too young. Don't do it. We can work something out, okay? You come here up unarmed. Okay, what do you want to work? Come on, you come up unarmed, slowly, you know? If you walk fast, we kill you. Are you gonna? We don't kill you, my really? Friend. You're not gonna kill me? No, we don't kill you. I don't kill you, my friend. Just come unarmed upstairs with, you know, do it slowly, my promise. Friend. Promise. Yes, I promise, my friend. Promise you won't yes. kill me. Oh, okay, wait. Okay. I mean, there's someone behind me, okay? I didn't know him. I know him since 2 fucking minutes, alright? And I put my back to him, because I really? Fucking trust him, yes. And I fucking trust you, so come up slowly, my friend. Okay, wait, I'll drop my weapon. Yes, please. Dropping my weapon? Okay, I'm coming up slowly. Hello. You will be dead if I'm hostile, you see? Wait, come up. No. I just I'm have only eating, come on, man. You know, it's for demonstration purposes. Could you like drop your weapons properly on the ground, my friend? Only to be, you know, 100% sure, alright? Yes. Dankeschön. Alright, my friend, come on. Tell me something about yourself. Who are you? My name is Chico. I'm 5'2". I live in New Jersey. New Jersey, alright, man. We're from fucking Germany, my friend. We're far off, you know? Oh, nice. Yeah, that's cool, dude. All right, my friend. Give me a second. I talk German to my friend. I got bags here. Okay, give me a sec. Okay. Take your time. Ich find das übrigens irgendwie verrückt, dass wenn ich hier zocke, dass halt irgendwie immer noch dieses Moonlight kommt. Ich gewöhne mich da nie dran. Glaub mir. Nie. Aber es freut mich. Freut mich, dass du mich kennst. Meinst du das jetzt? Ne, ich meine, das ist immer komisch, weißt du? Ich kenne halt niemanden hier und dann kommt jemand vorbei und sagt, ich kenne dich. Das ist so. Also ich bin den ganzen Tag irgendwo im Internet so, zeig mein blödes Gesicht, irgendwelche Leute kennen mich und dann... Die Stimme ist extremst markant. Wirklich? Wenn man durch dich zu DayZ gefunden hat oder allgemein durch dich ein Spiel gefunden hat oder Spaß dran gefunden hat, wie PUBG oder so. Und man hört fast jeden Tag deine Stimme bei den Videos. Alter. Wenn man dich erst 5 Jahre nachdem du angefangen hast, gehört hat so. Und man quasi jeden Tag ein Video guckt und immer noch so hinterher guckt, ne? Oh mein Gott!
Scheiße. Was so Spaß dran hat, dann erkennt man die Stimme. Sorry. Oh mein Gott, Bruder. Geil, was ich umarm dich in-game. Nice, man. Ich weiß nicht, ich habe gestern noch bei dir abonniert. Dantarem hieß mein Twitch-Name. Oh mein Gott, danke für deinen Sub, Dantarem. Prime Sub. Danke, Tarem, Mann. Oh, du, das ist fucking crazy, mein Vorname ist Alex. Alex, okay, ich heiße Daniel, das weiß ich ja bestimmt dann. Na klasse, Alex, dann. Wir sind jetzt ein Team. Ging ich aus. Wo bin ich am Start? Weiß nur nicht, was er da unten. Wir hoffen, wir können ihm vertrauen. Ich sag mal so, als ich mit dir geredet hatte, hatte ich die ganze Zeit eine Waffe, wo ein Schuss drin war. Ich hatte so gehofft, dass du nicht weiter kämpfen möchtest. Heilige Scheiße, ich hatte Todesangst, Bruder. Ey, meine M70-Tundrate auch. Eine M70-Tundrate, genau ein Schuss, ne? Deswegen, ich hab auch nichts gesniped von der Küste aus. Ich bin auf dem Weg hierhin, habe ich Hirsche gekillt. Und hatte 5 Schuss dafür dabei. Hab 4 Hirsche gekillt, 2 Kühe abgestochen und hab den letzten Schuss aufbewahrt, falls was passiert. Yo, Chico, you alright, man? Ich glaube, der ist abgehauen, ne? Yeah, yeah, I'm loading up. Alright, man. We have a bonding moment up here, man. We know each other. What the fuck is going on? Yeah, okay. Oh, shit. Kleine Welt, Mann. Kannst du Honey Badger Max hier nehmen oder sind das deine oder? Ich hab nicht die geringste Ahnung, das sind Chicos. Yo, you missed your Honey Badger Max up here. Oh yeah. Chico, like for real. If you think about Germans, would you ever think that this would happen? That we don't. I thought you were gonna kill me when I get up there. I accepted it. I was like, okay, let me see. Let me try. 50. I mean, you took a leap of faith, you know, and you got kind of rewarded for it, so it's fine, I guess. Yeah, that's true, that's true. Gotta take the leap of faith every once in a while. Yeah, true, Chico. You know, life is fucking boring if you don't risk something. Yep, yep. Bei mir immer... 249 hier liegt. Was sagst du? Der immer noch die M249 hier liegt? Ja, aber man kann die nicht aufheben irgendwie. Ja, die hat die immer in Hand, aber ich kann die nicht nehmen, leider. Das ist übrigens Kevin, falls du den kennst. Mario Pavango. Liegt dazu, der ist gerade schon. Kevin kenn ich auch, ja, alles cool. Hilfe, wie klein die Welt. Oh nein, mein Spiel. Mein Spiel ist abgestürzt. Daniel? Oh, Alex, Alter, ich hab mir Sorgen gemacht, Alter, ganz ehrlich. Weil Chico hatte das gleiche Problem wie du. Vorsicht. Du meinst ein Disconnect, oder wie? Ja. Chico war auch plötzlich ungefähr 2 Minuten nach dir einfach weg. Wir wollten beide auf dich warten und plötzlich war er weg. Okay, danke, dass du noch zurückgekommen bist. Wo warst du denn gerade, als ich dir geschrieben habe? Ich bin ungefähr 200 Meter nach links gerannt. Ah, okay. Ins Wasser rein, weil ich da links auf die Insel wollte, wo nicht so... der meiste Totschlag war, sag ich mal. Weil der direkte Weg ist ja meistens immer der gefährlichste hier. Das ist absolut wahr. So, ist jetzt die Waffe hier? Ich sehe ihn, vielleicht ist er runtergebuggt. Jo. Ist er auch nicht. Tja, da habe ich zumindest meinen besten Freund zerschnitten. Ja. Jo. Okay, wir sollen erstmal klar machen, wo laufen wir jetzt eigentlich hin? Nur so ganz nebenbei, hast du eine Base oder sowas? Oder bist du hier komplett roh? Ich habe eine Base, ja. Wollen wir da vorbeigehen? Warte mal, ich kann. Ja, Link. Moment. BC48. Das von hier aus. Warte mal, ich war genau 2000 irgendwas. 2900 Meter oder was. Dann fülle ich deine Spardose mit Geld, weil ich habe ganz viel Kohle dabei. Vaulting ist schon sexy, man. Hier drin ist jemand. Hello, guy. Hello. We can see you, my friend. Talk to me. Talk to me. Oh, no. What do you want me to talk to you? What's the hurry? What's the hurry? Da ist jemand drin. Da ist jemand drin im Haus. Ich habe ihn nur kurz Angst gemacht, damit er nicht uns hinterherläuft. Ich krieg die Dead in the Hill, oder? Er hat nur eine Shotgun, alles gut. Ja, kein Chance.
Lass einfach laufen, ich hab uns Zeit generiert. Ich glaube, der schiebt gerade ein bisschen Panik. Besser er als wir, ne? Wie wir mal, hier rein? Nee, eigentlich nicht, aber wir kommen ja nicht anders über diesen Zaun drüber da links. Meine Güte. Oben auf dem Tower siehst du ja die eine riesige Base da. Boah. Oh mein Gott, du hast den Traum erfüllt. Den Traum, den ich hatte. You tried to kill my friend? Wait. Alter, hier stand einer? Der hat da gewartet und wollte quasi... Du hast die Tür gerade aufgemacht, in dem Moment steht er hier, Mann. Ich hab das gar nicht gesehen. Warte mal, ich hab den Killer nicht gesehen. Wie hieß denn der? Ich hoffe nicht, dass es dein Kollege ist, Mann. Ja, ich hoff's gerade auch nicht, aber der müsste eigentlich arbeiten. Komm erstmal rein. Du, das war... Weil das ich war... die Info hab, ist der am Arbeiten. Hallo. Stopp. Oh, nevermind, hi. Ey, Lemino, bist du's? Nein, ich bin aber freundlich. Ich kill keinen, wenn Sachen wieder haben. Base? Hast du dich in meine Base reingebackt, Kollege? What the fuck, Bro? Nein, da oben über das Fenster. Oh. Über das Fenster. Du, erstmal nett, dass Sag du genau. nett bist. Ja, ich gebe euch die Sachen wieder, kein Problem. Warte mal, erstmal, warum bist du so unglaublich nett zu uns? Und warum sprichst du Deutsch? Das ist verdächtig, Bruder. Wow. Okay, er wurde umgebracht von jemand anderem. Was zum Teufel? Ja, von oben, vom Wald aus, musst du aufpassen, ey. Da stehen sie. Also jetzt bin ich irritiert. Gut, ey, wir töten jemand vor deiner Base. Wir töten jemand innerhalb deiner Base. Was ist hier bitte los, Bruder? Er entschuldigt sich, dass er deine Sachen nimmt? Und dann wird er auch getötet, ne? Das ist fucking absurd. Er wurde gerade von jemand anderem getötet. Das ist die Absurdität in Person, Bruder. Ganz ehrlich, wir müssen jetzt was machen. Kannst du die Tür öffnen? Renn raus. Auf meine Verantwortung. Pack dein Geld noch in die Base. Geld habe ich in die Base gepackt, ja. Weil dann gehen wir nämlich... Pack noch durch... in die letzten Waffen hier rein und dann... Ja, genau. Dann gehen wir nämlich durch die Tür, durch die wir gekommen sind, weißt du? Und dann rennen wir so schnell wie möglich weg. Zu spät, die sind nah dran. Ja. Hast du? Klettern gerade eine Leiter hoch. Die klettern da oben auf das Metallding, direkt vor uns. Pass mal auf, ob der oben gleich auftaucht, genau. Er liegt oben drauf auf dem Ding. Er hat sich gerade hingelegt. Wie ist ihn also? Doch jetzt. Er hat's glaubt mich. Bruder, was machst du denn? Hallo, Jungs. Hallo. Wir schießen, ich bin sein Kollege. Du bist sein Kollege, ja? Wie ist denn dein Name? Toasty, ja. Who am I? Einen Moment. Ich kann auf den Chat schreiben. Mein Kollege ist Toast. Dein Kollege ist Toasty. Ja, genau. Dein Kollege ist der Typ mit den blauen Klamotten. Ja, der ist in der Base hier über Fenster reingekommen. Warte mal, warst du gerade eben bei dem Black Market Trader in den Tech-Gebäude und hast gefightet? Ja, aber meine Waffe hat nur klick, klick, klick. Okay, weil das war der Grund, warum ich überleben konnte. Du warst die zweite Person, die ich umgebracht habe. Ich habe euch gesagt, dass euer Gear gesaved ist und ihr das wiederholen könnt. Erinnerst du dich? Ach so, ihr wart das am Black Market. Ja, ich habe dich und deinen Kollegen umgebracht. Ach so, cool. Okay, kannst du reinhüppen? Welche Seite überhaupt? Das ist eine gute Frage, ich weiß nicht, wie man reinkommt. Aber du sollst dich beeilen, weil da jemand draußen ist, der vielleicht gleich auf dich snipe. Folge meiner Stimme. Wenn hier ein Code locked sein soll. Bruder, Alter. Dude, das ist so eine missliche Situation hier gerade. Ernsthaft. Warum war Toasty überhaupt freundlich?
Ja, er war freundlich. Nee, warum war er freundlich? Er war bewaffnet. Er hat sich in eine Base reingepackt. Weil der Deutsche war. Meinst du? Nee, er hat sich reingepackt. Hier ist ja ein Fenster, wo meine Stimme ist. Ja, ja, genau. Da hat, wir waren zu dritt und da hat einer ihn hier Räuberleiter und dann hat er sich da rübergehoben. Das geht. Das ist kein Bug. Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Das ist immer Prop-Jumping. Ist auch nicht schlimm. Worauf ich raus wollte, ist einfach nur, dass quasi ihr beiden hier reingekommen seid und ich deswegen mich frage, warum du nicht noch auch reinkommst. Weißt du, was ich meine? Das ist nur alles, was ich sagen möchte. Ich hatte gerade einen Game-Crash. Jetzt gerade? Ja. Ich warte hier auf dich. Who am I? Ja? Warum hab ich meinen Namen gehört? Komm rein. Ja, Alex, der Typ, der hier oben ist, Alex. Lass den auch noch mit rein, den Who am I? Der ist oben am Fenster. Ach, der ist außen? Nee, der ist hier oben. Ja, pass auf, der andere ist oben. Der andere ist oben auf der Barrel, pass auf. Der hat sein Mate gerade gelootet. Okay. Alles klar, das habe ich nicht gesehen, Mann. Meinst du, der... Ja, Alex, das ist voll die Scheißsituation schon wieder hier. Ja, ist gerade ein bisschen kacke hier. Ja, der Typ ist ein Monster, ohne Scheiß. Wollen wir rausrennen und den killen? Let's go. Alle, das Tor ist auf. Go. Irgendwo links in Richtung Wald. Alter, das Tor geht. Folg mir. Ich folg dir. Weißt du, was das Ironische ist? Die Waffe, die ich jetzt am Rücken habe, die AK-15. Ja, da ist ein Gegner hinter dir, Gegner hinter dir. Grüner Rucksack. Der ist vorne am... Hab ihn. Wer war's? Irgendwas mit SAB Barco oder so. Loot ihn fix, Bruder. Loot ihn, der liegt da. Das Problem ist, dass ich mit deiner Waffe nicht schießen konnte. Die Waffe, die mir gegeben hat, ist verbuggt. Muss nicht zu dem Zeitpunkt, wo ich sie hatte. beeil dich lieber. Hast du alles? Ja, schon gut, go. What?